Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Es ist schon eine ganze Weile her, es tut mir auch wirklich leid, aber wenn nun mal nichts vorhanden ist, kann ich hier nicht zeigen. Natürlich könnte ich hier jetzt altbewährten Content natürlich bringen, aber ich glaube, das ist für euch natürlich auch nicht mehr so interessant. Wir haben heute allerdings eine neue Straßenbahn, die wir uns euch hier heute vorstellen wollen. Und ja, wie sie genau aussieht und werden wir uns jetzt gleich anschauen. Ich werde sie mal erstmal holen, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns das Ganze noch dementsprechend einfach mal an, was das ist. Ihr hört es wahrscheinlich schon. Nein, ihr hört es wahrscheinlich nicht im Hintergrund, denn es gibt wieder mal keinen Ton. Nach einem erfolgreichen Windows-Update ist es natürlich so, dass der Ton dementsprechend dann halt wieder abgeschaltet wird. Es ist so traumhaft. Ah. Leute, 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 ich sag euch. So macht Spaß. So, und jetzt aber. Ich bin leider ein bisschen erkältet, verschnupft. So, ich sehe aber immer noch keinen Ausschlag vom Ton. Doch, da kommt er. Da kommt sie. Die neue Straßenbahn für den Lotus-Simulator. Das ist sie, das ist die neue Straßenbahn von, ich habe es mir aufgeschrieben, von Leyla Üsküdar. Und das Ganze ist hier der KT4D in einer 153er Version. Ist aktuell noch Work in Progress. Sie ist aktuell, ich glaube mich recht zu erinnern, dass sie noch gar nicht erhältlich ist. Bin mir aber gar nicht mal so 100% sicher. Und ist natürlich ein weiteres Fahrzeug, welches jetzt hier zusammen entsteht praktisch. Also laut den ganzen Beschreibungen ist das Modell halt komplett von Leyla Üsküdar. Und ja, aber es sind halt wieder ein paar bekannte Leute wieder mit dabei, die das Ganze hier so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen unterstützen. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen um das Fahrzeug hier so rumgehen und es mal anschauen, sieht es natürlich dem KT4D sehr ähnlich. Es ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr frühe Version wieder mal, denn wir haben hier oben eigentlich wieder keine, so gut wie keine Dachaufbauten. Wir haben hier dann natürlich so eine Art Klimaanlage und den Stromabnehmer, der ist natürlich da. Und wenn wir uns das Fahrzeug jetzt allgemein so mal ein bisschen anschauen, sieht das schon natürlich ein bisschen wie der KT4D aus, ne? Also so ein kleiner Konvert. Allerdings, jetzt mal mit der Kamera, wenn ich jetzt mal so ein bisschen vorbeigehe, fallen mir extremst viele Fehler auf. Fangen wir mal hier oben an. Und zwar sehen wir hier oben, hier ist das ganze Modell überhaupt nicht abgeschlossen. Das ist hier offen. Ja, wenn ich jetzt mal hier so, hier sehen wir oben das Ganze, das ist absolut noch nicht spruchreif. Hier sehe ich schon durch die Fenster durch, ja, dass das Ganze hier auch nicht geschlossen ist. Also das sind dann nur so eine Fehler, die kann ich persönlich, dadurch, dass ich natürlich ja auch ein eigenes Modell baue, absolut nicht nachvollziehen. Ich weiß halt nicht, ob dieser Bau so richtig ist. Also ich baue von Seite zu Seite, sodass ich eine komplette Seite habe. Und das spiegel ich praktisch halt auf die andere Seite. Und dann hast du halt ja schon mal die Grundform. Vorne und hinten dementsprechend. Ja, und dadurch entstehen natürlich solche Fehler hier nicht. Das ist mir gerade schon im Innenraum aufgefallen, wo ich schon mit einem Cockpit saß. Wenn wir uns mal hier ein bisschen weiter umgucken, vielleicht sehen wir hier noch das eine oder andere. Ist natürlich, wie gesagt, alles noch nicht final. Das hier wird noch dran getüftelt und gebaut. Dementsprechend sind diese Videos jetzt ja hier natürlich schon recht sinnvoll, um halt mal zu zeigen, so pass auf, da und da sind natürlich noch ein paar Baustellen. Hier hinten sind die Rückleuchten noch nicht dran oder vielleicht noch nicht modelliert. Und auch das hier, das sieht alles ein bisschen sehr eigenartig aus. Wenn wir uns hier oben das Ganze hier mal diesen Part hier anschauen, ja, sieht das Ganze noch nicht wirklich fertig aus. Auch hier im Innenraum sieht es natürlich recht trostlos aus. Und auch hier muss ich wieder sagen, hier hängen die Sitze einfach wieder dementsprechend nur in der Luft. Wir haben hier drin einen Ticketautomat, wie wir es hier schon so unschwer sehen können. Ja, lassen wir uns den schon auch mal ein bisschen, wo sind wir jetzt gelandet? Ein bisschen näher angucken können hier dementsprechend den Ticketautomat. Ja, also hier ist im Knick. Naja, nö, das sollte eigentlich passen. Aber hier hängt auch einfach, das sieht so aus, als ob dieses Faltbalk hier einfach aushängt. Ja, das sieht irgendwie auch nicht ganz korrekt aus. Aber wenn man sich das jetzt mal das hier ganz von der Seite hier mal anschaut,
dann sehen wir hier, stimmt irgendwas allgemein nicht mit der vorderen Seite hier vom Fahrer. Ja, also, das sieht schon sehr, sehr kurios aus. Man hat hier auch irgendwie versucht, ein Repaint hier drauf zu machen, was ich persönlich ja nicht verkehrt finde. Aber so im Großen und Ganzen erinnert das Modell halt sehr, sehr stark an den KT4D von Kartoffelphantom. Aber hier sind hier drinnen zumindest eigene Texturen verbaut. Also hier sehen wir zum Beispiel nicht, dass hier sich irgendwie ein Kartoffelphantom bedient wurde. Ja, sonst klar, das kennen wir hier. Das ist ja, das ist schon, das ist nicht original vom KT4D, oder? Hier stimmt doch auch irgendwas nicht. Das sieht ja auch recht komisch aus hier, dieser Abschnitt hier. Ja, also das sieht ein bisschen gemoddet aus halt. Und sonst haben wir hier den Stromabnehmer, der auch so nicht dazu gehört. Ne? Also der ist jetzt einfach nur draufgesetzt. Aber dadurch, dass wir jetzt hier auf einer Karte sind, die aktuell sowieso keine Oberleitung bietet, ist es wurscht. Was wir hier zum Beispiel auch sehen ist, wir haben hier schon funktionierende Matrix-Anzeigen. Wir können das Ganze dementsprechend auch schon ausstatten mit ja, der Standard-Matrix. Und ich glaube, der LED-Matrix da, also diese helle Matrix. Wir haben ein Cockpit und hier muss ich so ein bisschen sagen, wisst ihr, woran mich das erinnert? Ohne jetzt hier wirklich negativ ins Wort zu fallen. Um Gottes Willen, das will ich gar nicht. Ja, wenn man mir sowas zur Verfügung stellt, dann gucke ich mir das sehr gerne an und gebe da vielleicht noch so die ein oder andere Meinung dazu. Ja, also ich bewerte das halt jetzt nicht jetzt oder so, sondern mir fallen halt diese Sachen dementsprechend auf. Das Dashboard erinnert mich sehr, sehr stark an den Microsoft Train Simulator von früher. Da gab es nämlich auch eine Tatra und das sah irgendwie fast identisch aus. Klar, jetzt kommt da natürlich an, ja, das gibt nur mal Tatras, die haben so ein. Aber so von dieser ganzen Aufmachung her ähnelt das halt schon wirklich sehr, sehr stark. Aber man kann hier sagen, das ist halt was Eigenes. So ein Dashboard hat man an sich so noch nicht gesehen. Das ist zum Beispiel das, was ich meine hier. Ja, hier ist einfach offen. Das sieht natürlich sehr, sehr unschön aus. Ja. Sonst, ja, können wir natürlich hier. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche Schalter an sich schon gehen. Ich glaube, das sieht nicht so aus, dass man diese benutzen kann. Wir können natürlich, hier sehen wir schon den Fahrschalter, der halt auch sehr, sehr minimalistisch ist. Ja, also der Kloppe, der müsste noch ein bisschen größer. Und dann wahrscheinlich sollte das auch eher rund werden, wie so eine Murmel. Das ist so, wie so ein plattgedrückter Ball. Ne? Und sonst, das würde hier wahrscheinlich der Richtungswender sein. Mal gucken, ob überhaupt das funktioniert. Nö. Und tontechnisch haut mich das Ganze jetzt ja auch nicht so um, ne? Es ist auf jeden Fall was anderes, ne? Also es ist ein anderer Ton. Wenn wir uns mal hier reinsetzen, hier drinnen sieht man dann schön, ja, genau, die meisten Fehler, wie zum Beispiel hier das Faltbalg, ja, das geht nicht mit. Also, das ist halt ein Objekt, was an einem Objekt praktisch anheftet, aber sich nicht mitdehnt. Ja, also, das ist nur bei Script-technisch müsste das Ganze dann machbar sein. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich bei der anderen Seite auch so der Fall sein. Auch muss ich sagen, finde ich das wieder relativ wenig modelliert. Ich meine, wenn man das Ganze mal so betrachtet, ja, also es sind auf jeden Fall schon andere Fahrzeuge, als wie was wir so früher so gesehen haben. Ich meine, ich guck mal ganz kurz nochmal rein. Workshop. Nee, muss ich ja wieder unter Profil gehen. Workshop-Objekte. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Ist die Tatra 153, 253, so wird sie hier im Steam Workshop beworben. Genau, hier, Ricky Langgut ist hier noch mit dabei. Also hier heißt sie jetzt übrigens Leila Kopftuch. Lomsi TV haben wir hier mit dabei. Und ja, das steht hier wohl, das sind hier aktuell die Beta-Tester. Sonst gibt es hier leider keine größeren
Sätze, die man hier dementsprechend sagen kann. Aber den Ricky Langgut, den kennt man natürlich. Der hatte meiner Meinung nach auch schon ein paar Straßenbahnen veröffentlicht hier für den Lotus Simulator. Das war, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hei, hei, hei. Hoffentlich kriege ich das auch zusammen. Genau, der HF6 zum Beispiel. Das ist zum Beispiel, oder der HF8M oder der NGT 4, 5, nee, 454. Das sind zum Beispiel so alles so Straßenbahnen, die meiner Meinung nach genau von Ricky Langgut und Lomsi TV stammen. Was haben wir hier? Der NGT. Wer war das gewesen? Ich glaube, das war aber auch, ne? Genau, da haben wir auch hier den Ricky Langgut wieder mit dabei. Ach so, genau. Henningsdorf war noch mit dabei. Und so weiter und so fort. Also, daher kommen jetzt halt praktisch die Fahrzeuge. Es gibt wohl, also es gibt auch schon ein paar Bilder davon. Ja, also dementsprechend. So, hier sehen wir zum Beispiel, die Scheinwerfer funktionieren nur zur Hälfte. Also, was halt heller wird, ist zum Beispiel die Matrix. Aber sonst die Scheinwerfer, die machen leider nichts. Also, die sind derzeit hier in dem Falle nur zur Deko. Ja, wie gesagt, tut mir leid, Schnupfen. Das hat mich echt erwischt durch meine Tochter. So, jetzt können wir mal hier gucken, ob es hier genauso der Fall ist. Ja, guck mal, hier ist es genauso. Also hier geht das einfach nicht mit. Ne? Das ist halt ein festes Objekt und dementsprechend. Aber das sieht man aber auch, ne? Ja, das sieht man sogar, dass es nicht mehrere Objekte sind, sondern dass es ein Objekt ist. Das muss hier auf jeden Fall noch ausgebessert werden. Ja, also sieht man durch. So, jetzt kommen wir mal gleich zu einer richtig heftigen Kurve. Die wird jetzt wahrscheinlich den Tatra jetzt zerfetzen. Mal. Nee, das war jetzt falsch. So, müssen wir leider noch mal zurück. Oh. Oh Gott. Wie war denn das jetzt? Den Richtungswender? Haha. Wo ist der Richtungswender? Oh, Leute, das ist schon mittlerweile. Ah, ich kann zum Beispiel auch gar nicht mit meinen Dings steuern, mit meinen Thrustmaster. Also es geht halt nur mit Tastatur wirklich. Naja, fahren wir jetzt hier rum. Was soll's? Zerfetzen wir jetzt mal die Tatra nicht. Das sind dann zum Beispiel so die Sachen, die dann halt extrem schade sind, weil sie dann halt nicht komplett ausmodelliert sind. Also so Sachen wie ein Richtungswender oder sowas, die sollten halt einfach schon da sein. Finde ich, aber das ist wahrscheinlich wieder. Ja. Aber so an sich sieht man hier auf jeden Fall Fortschritt gegenüber den ersten Fahrzeugen, die man so gesehen hat. Ja, also jetzt nehmen die Straßenbahn schon so langsam richtige Form an. Ja, man gibt sich hier auf jeden Fall mega viel Mühe. Wir haben zwar schon den Knopfbutton, aber wir können die Türen leider nicht öffnen. Nee, es geht nicht. Kann die vordere Tür zum Beispiel. Oh doch. Also die vordere Tür geht schon mal auf. Das ist jetzt natürlich schon mal, also das ist ja auch skripttechnisch, ne, was man ja auch so ein bisschen einplanen muss. Aber das funktioniert hier wohl auch schon. Na, das ist doch schon. Dies ist doch. Das schaut gut aus. Ja,
Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung jetzt hier zu dem Modell jetzt ja mal hier in die Kommentare posten, wie euch das Ganze gefallen hat, wie euch die Straßenbahn an sich so gefällt. Denn wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion. Wo seht ihr jetzt noch Verbesserungen? Wo würdet ihr sagen, geht gar nicht, ja? Und wo sagt ihr zum Beispiel, alles klar, also wenn da jetzt noch ein bisschen hier, ein bisschen da noch, dann könnte das ein echt gutes Modell werden. Nutzt dazu einfach mal die Kommentarfunktion, schreibt es unten mal rein. Also mein Testvideo hier ist jetzt erstmal da. Wie gesagt, viele, viele Lücken hier im Modell halt an sich gefunden. Wünschenswert wäre hier auf jeden Fall noch ein bisschen schärferes Dashboard. Ja, das sieht hier alles noch so ein bisschen halbfertig aus. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Ganze ja noch Work in Progress ist, alles noch akzeptabel. Ja, wichtig ist halt, dass zumindest die wichtigsten Tasten, ja, soweit funktionstüchtig sind, wie zum Beispiel den Richtungswender, vorwärts, rückwärts, ja, so, und vielleicht Blinker, Türen öffnen oder sowas. Das wären natürlich schon coole Sachen, die hier halt für mich im Start schon mit dabei sein sollten, die wichtig sind. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Jeder hat eine andere. Wie gesagt, ihr schreibt es am besten unten in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich zum neuen Lotus-Video hier wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge. Mal schauen. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die möchte ich euch doch unbedingt zeigen. Also, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.